Hallo und herzlich willkommen hier zu Minecraft. Bei uns auf dem Kanal schon mittlerweile die 9. Folge müsste das sein. Der Lord van Diemen ist wieder mit am Start und der Robert von uns Chaos Ossis auch. Unser Plan heute, wir hatten es ja schon mal angeschnitten bei uns, Folge Nummer 7. Wir wollen eine Blaze-Plattform bauen. Und da ist sie. Und an der Stelle übergebe ich das Wort an Diemen, weil er weiß, wie das Ding funktioniert. Ja, guten Morgen, guten Tag und guten Abend, je nachdem, wann ihr das gerade guckt. Was ihr hier seht, ist eine ziemliche Standard-Blaze-Plattform. Also, kleine Spawnkammer mit Glas drauf, damit nichts auf diesem Block spawnt. Die Viecher fallen runter, werden in die Mitte geschoben und werden unten an einem Punkt gesammelt. Jo, da seht ihr unten mal die Pistons. So ein bisschen mit Springen. Richtig. Die ganze Redstone ist dafür, dass immer nur ein Block ausgefahren wird und nicht die ganze Wand lacht. Dann kommen wir jetzt bei einem. Oh, Ort. Das ist ja hier richtig perfektes Timing. Der Trick bei diesen Farmen, Blaze Rod Spawnern, also Spawnern allgemein, sie arbeiten halt nur, wenn man in einem bestimmten Radius um sie sind. Und das heißt, man muss hier oben stehen und warten, weil unten ist man schon wieder zu weit entfernt. Jo. Und dann nehmen wir mal. Wir haben hier zwei Wege, einmal den langsamen Weg und einmal den Weg, den Robert gerade in den Tod gefallen ist. Nein, das bin ich. Ach, oh, ja. Bin aber davor schon runter. Ja, ist gut. Daniel kennt ja den Weg schon. Jo. Oh, wie ihr merkt, das nimmt eine ganze Menge Leistung weg hier, die ganze Scheiße. Ja, weil jede Entität und so weiter und am Ende sagt man, okay, zumachen. Dahinter ist eine schöne Redstone-Schaltung, die sorgt dafür, dass die Mobs genau so lange beschädigt werden, bis man eigentlich mit einer puren Faust dagegen schlagen kann. Oder man nimmt jetzt das Schwert und macht einen Querschlag. Denn, und wie man sieht, die 1-1-9er Technik von Schwertern. Ich schlag einfach mal im Kreis um mich herum. Funktioniert perfekt. Wie man es mit einem Schwert macht. Wie viel Herzen hast du jetzt verloren? Ach ja, hier unten werden noch die ganzen Blaze Rods gesammelt. Über ein Hopper-System, hier sind zwei Hoppers, einer direkt darunter und ein zweiter, der das dann hinleitet. Und im Hintergrund kommt man irgendwie an die Schaltung ran, mal ganz kurz zum Gucken. Ohne was kaputt zu machen. Hast du irgendwie einen Wartungsraum oder so? Okay. Einfach mal rein Interesse halber, um mal hier. Also, es ist praktisch einfach nur. Ich sag mal, ein Verzögerer, der wartet, bis das Redstone-Signal abgeschwächt ist. Die Half-Slabs sind halt nur da, dass hier nichts spawnt und somit mehr Viecher oben in der Falle spawnen können. Ja, das ist nichts. Hätte man das effizient ausgesetzt, hätten wir jetzt im Umkreis von 100 Blöcken überall dafür gesorgt, dass nicht spawnt. Genau, und hier habt ihr nochmal ein bisschen hier die Pistons drumherum. Das ist so ein Trichter, der ja alle drei Ebenen, glaube ich, eins zusammengeht, ne? Richtig. Hat man ja oben schon gesehen, wenn man reingeguckt hat. Und damit und werden die dann ganz grazil und geschmeidig nach unten gelandet. Ja, eigentlich geht's mit jeder Ebene geht's zwei enger. Ja, weil du hast ja links und rechts den Trichter. Ja. Manchmal stehen die so genau auf der Kante, dass die Druckplatte nicht ausgelöst wird. Das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis sie sich mal bewegen. Ja, muss man mal ein bisschen Geduld mitbringen. Auf alle Fälle kann man hier schön fett leveln. Und dementsprechend dann auch eventuelle Mending-Bögen oder Mending-Gegenstände mal wieder reparieren. Das ist ganz praktisch. Ich muss jetzt aber mal andeuten, es gibt ja ein paar Experten, die gucken wirklich die ganze Zeit, wie kann ich diesen Scheiß optimieren? Und sind zu dem Punkt gekommen, dass das nicht die optimalste Form ist für eine Farm. Aber ich sag mal, für den Normalgebrauch reicht's. Inwiefern sieht dann die optimale aus? Optimal wäre sie nicht 9x9, sondern es 10x9, wo man sagen muss, der Spawner muss in einer ganz bestimmten Ecke sein, weil man will ja eigentlich, dass immer 4 Stück spawnen und nicht nur 3. Ah. Und die haben mal geguckt, das Ding ist, die Spawn-Radius ist nicht symmetrisch vom Mittelpunkt eines Block-Spawners, sondern von der Eckkante, von der einen Ecke des Spawners ausgehend und darum musst du 5 Blöcke umziehen. Achso. Okay. Aber ich habe mir da nicht gemerkt, welche Ecke das ist. Wo seid ihr eigentlich schon wieder? Ich mache jetzt endlich mal meinen Plan hier, was ich machen wollte. Mein Häuschen ein bisschen verbessern, den Zugang zum Keller. Du wolltest noch Schienen bringen. Und die Schienen bringe ich auch noch vorher. Wie viel brauchst du denn überhaupt? Keine Ahnung, ein Stack? Ein Stack? Wahrscheinlich ein Stack und eine. Ein Stack und eine, das ist natürlich. So wie ich mein Glück kenne. Die eine ist natürlich ganz, ganz wichtig, aber das crafte ich bei mir in der Butze.
Weil ansonsten offenes Lagersystem und Craften macht sich nicht. Habt ihr mal hier Fackeln gesetzt? Nein. Ach ja, hier, Creeper. Ich mag dich nicht. Er mag dich auch nicht. Ja, nee, ja. Also hier ist ein, wie man vielleicht sieht, ein Creeper explodiert. Und das nicht, weil jemand zu dumm war, gegen ihn zu kämpfen. Wie sonst der Fall ist. Nein. Dahinter stand ein Skelett und das hat den Creeper angegriffen. Und da hat der Creeper so gedacht, ohne mich. Und meinte so, nice. Der Creeper hat einfach nur gesagt, nein. Oh, oh bitte Daniel. Dadum. Komm, steig aus dem Bett. Ich komm wieder nicht aus dem Bett. Warum? Weil ich wahrscheinlich gerade das Portal gewechselt habe. Ich komm nicht raus. Wie wär's mit Bett abbauen? Kann nicht jemand mal versuchen rauszuschmeißen? Warte, ich bin ja so bei mir bei meiner Mutter. Ich komm zu dir, warte. Nö, geht nicht. Also man sieht, irgendwie ist das... Ein kleiner Bug bei uns. Ja, also ich komme mal rüber. Warte, ich bin schon auf dem Weg. Bin schon vor der Tür. Nein, nein, nein! Okay, kurz. Immer noch nicht, ne? Ich liege immer noch im Bett. Ja, das Interessante ist, ich sehe dich nicht. Du siehst mich nicht, okay. Bist für mich... Oh, nicht schlecht. Soll ich dich kicken? Versuch mich mal zu kicken, ja. Warte mal, ich kann doch trotzdem mal gucken, ob ich dich vielleicht sehe. So, back to serverlist und rein. Da mache ich mal ganz kurz ein Schwarzbild, dann rein. Woo! Bitte. Danke. So. Also merken, wenn ich aufnehme oder der aufnimmt, geht nicht schlafen. Achso, du wolltest deine Schienen haben, die mir, ne? Jein. Hier. Ich will da eigentlich auch mal das Portal da wieder reparieren. Okay, dann setze ich mal schnell die Schienen. Ja. So. Ach ja, ich erzähle mal weiter, weil das ist ja auch nicht wirklich passiert. Wir haben hier die Farm umgebaut. Weil ich glaube, das wurde sogar schon erzählt. Egal, wir haben die Farm umgebaut, weil es beherrscht immer noch dieser schöne Server-Glitch, dass wenn ein Chunk geladen wird, auf einmal die Mobs, die in einem Halbblock stehen, also sowas wie in einem Zaun, der Server nicht mehr weiß, auf welcher Seite des Zauns der stand und die dann durchglitschen. Da sollte ich vielleicht mal hingehen und gucken. Du erzählst hier gerade blöde Sachen und ich bin nicht da. Ist nicht da, wieso? Ich zeig doch nur hier die Farm. Deshalb habe ich das hier vertieft, etc., ja. Dass die Mobs eigentlich nicht mehr rausfallen können. Jo. Ich meine, es sieht auch so viel stylischer aus, als mit dem Zaun direkt oben. Ja, das kann man so sagen. Unser Brauingraum hat endlich eine Tür gekriegt und einen Mülleimer. Ja, Mülleimer auf du. Das ist praktisch auch nur ein Trichter, der da drunter ist. Der zeigt in einen Dropper und der Dropper, der speist das alles auf einen Kaktus. Also ein Kack aber auch. Ja, und damit geht's halt kaputt. Jo. Ich setz mal die Schiene. Dasselbe neue Tür natürlich auch am Verzauberungshäuschen. Und da hier mir auch wieder so ein ungebetener Gast explodiert ist, musste ich hier auch mal den Weg wieder neu gestalten. Ja, es war bei mir auch der Fall. Robert war der Meinung, schön, und wo mir im, da war mir auch ein wenig so langweilig, dass ich hier gleich noch den Weg zur Mine umgestaltet habe. Gucke ich mir alles gleich mal an. Ich werde erstmal ganz schnell hier die Schienen setzen. Ja. Mit schönen Eingang und boah, wie viel Holz ich hierfür verbraucht habe. Und mein TNT ist alle. Das ist eigentlich das Traurigste. TNT. Kannst du nichts mehr zum Explodieren bringen. Oh. Och doch. Glaube mir. Och doch. Du hattest noch nie einen Gast an der Leine, oder? Was? An der Leine? Ja. Gib mir Leine. Ja, so, dass es Leinen gibt, weiß ich ja, aber. Wollte man. Ist das überhaupt? Aber der tut doch dich trotzdem, der greift dich trotzdem an, oder? Ja, und Blast Protection. Man muss nur wissen, wie. Hm, stimmt. Der Demon hat eine Blast Protection. Nicht Blast, sondern Blast. Eine Blast
Protect. Der. Aber das ist eine andere. Oh, reicht fast genau. Oh, nur fast. So, testen wir mal. Ob wir hochkommen. Ich repariere gerade noch meine Eisenrüstung. Nein, kommen wir nicht. Auf dem halben Weg bleibt die Lore stehen, genau an dem Punkt, wo das Restaurant-Ding ist. Ist kaputt. Nein. Wieso? Das ist auch so eine Frage, die ich mir echt noch stelle. Wieso müssen Ambosse kaputt gehen? Wieso nicht? Irgendwie muss man doch hier das Eisen ausgeben. Ja, aber so ein Amboss kostet 27 Eisen. Also du müsstest nochmal... Nee, 27, 31, Entschuldigung. Kann ich rechnen. Passiert. Also ganz kurz nochmal für dich jetzt, Demon. Du müsstest dann nochmal zwei Redstone-Powered Schienen dort auf dieser Erhöhung setzen. Eine davor und eine danach am besten. Weil genau ein Block vor diese Redstone-Powered Schiene kackt die Minecart ab. Wie ist Uno Monumento? Komm mal gleich rüber. Ich brauche Lapis. Na, kann ich mir mal den Höhleneingang angucken gehen. Welchen Höhleneingang? Ja, die Mineneingang, den du gemacht hast. Ach so, ja. Nee, du wolltest mir jetzt zeigen, wo du denkst, dass da ein Dings fehlt. Powered Redstone Dingens Gedöns. Powered Redstone Powered Maschine. Redstone Dingens Gedöns. Genau. Das epische, der neue Das ist Block der neue Fachbegriff. Das ist der neue Fachbegriff in Minecraft. Power Redstone, ja. Redstone Schienen Gedöns. Warum stehen da so viele Fackeln auf dem Zaun? Wir hatten doch die zumindest Robert hat wahrscheinlich ausgeleuchtet. Keine Ahnung, wenn du es nicht gesetzt hast, richtig gesetzt hast. Fackeln? Was? Auf den Zäunen beim Portal. Das war ich, um das auszuleuchten. So, aber da und war jetzt doch hier. Und weil es gut aussieht. Du meinst hier? Genau, hier und da würde ich einen. Nee, ich glaube, das reicht schon, wenn unten eins sitzt. Ja? Ja, Leute, und wenn ihr euch fragt, was ich mache, ich baue Wetter an meinem Dach. Ja? Ja. Ja, das geht's tief runter. Ich probier mal. Story des Tages. Aber vom Start aus. Naja, von hier hinten aus. Ich hab nur gerade keine Lore. Na, ich hab sie in der Hand. Man trägt ja so immer eine Lore mit sich in der Tasche rum. Ja, ich noch nicht, weil wir haben die ja Lore noch nicht so für viele. Zwischendurch. Wir haben ja noch nicht so viele Dinger gehabt. Die Standardausstattung eines jeden Minecrafter. Eine Lore zur Hand. Lore to go. Das reicht nicht ganz. Okay. Ah, zack, 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 zack. Doing, 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 doing. Känguru. Dann probier es jetzt nochmal. Merkt man, dass man irgendwie Geschwindigkeit verliert, oder? Ich bemerke nicht. Läuft. Also die drei am Ende stehen ja dafür da, weil mit genau drei kommst du auf maximal Geschwindigkeit. Ha. Nee, läuft. Musst du halt direkt an den Stein platzieren. Jo. Ah, perfekt. Gut. Dann haben wir das ja. Wir haben ein Schienensystem. Woo! Achterbahn! Ich werde mal die anderen Schienen dann noch. Da geht übrigens jetzt hier der Weg zu meiner auswärtigen Basis. Wollen wir mal gleich besuchen? Machen wir gleich. Komm, gehen wir gleich mal besuchen. Oh, das sind 500 Blöcke, die wir rennen müssen und das Portal ist noch nicht repariert. Okay, dann nicht. Und, ach ja, die Slime-Farm ist fertig, aber ich glaube, das ist schon länger fertig. Ah, oh, aber noch nicht fertig. Was haben wir denn aufgehört? Ich weiß es doch nicht mehr. Also ist auf jeden Fall eine ganze Menge passiert hier bei uns auf dem Server. Und mal gucken, wir werden das ein paar Folgen aufnehmen, ein bisschen werden wir hier noch ausbessern. Ich werde an meiner Butze im Keller ein bisschen ausbauen.
Und dann einfach mal gucken, was so der Zufall bringt und was dann so als nächstes für Pläne anstehen. Wir sind ja da relativ flexibel. Ja. Wir brauchen noch eine Guardian-Farm, eine Gold-Farm. Eigentlich brauchen wir für alles eine Farm. Ja, also das ist sehr farmreich. Okay, der war schlecht. Nur ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Er könnte besser sein. Ich meine, wenn wir schon mal hier gerade dabei sind, hier alles vorzustellen, ich gehe schon mal gleich mit zur Farm von den Slimes. Wenn ich einmal dabei bin, dann fange ich nächste Folge halt an, damit unten auszubauen. Und hier müssen wir noch eine Treppe hinbauen, die mit diesen Dreierweg runter. Wie, welchen Weg? Achso, da. Direkt. Ja, ja. Ich vermute ja nicht, dass der Karo 7 die nächsten Wochen spielen wird, also müssen wir das wirklich machen. Warum ist er dafür zuständig? Oh, nice. Manchmal will ich ihn einfach die Arbeit aufhalten, damit er weiß, was er zu tun hat. Ja, man merke, Demon hatte hier ein bisschen Langeweile gehabt und viel Zeit. Vor allem sowas passiert. Und vor allem TNT hattest du, ne? Nur ein bisschen. 15 Blöcke. Ein bisschen. Schlecht gesprengt. Das ist ein bisschen TNT. Ja. Könnte mehr sein. So. Ja, genau, das ist meine Devise. Aber ich habe ja globalen TNT-Bann auf allen Servern. Ich kann gar nicht da vorstellen. Da solltest du auch mal so ein Slam-Block hinbasteln. Nein, tue ich nicht. Wer hier stirbt, ist dumm. Oh, schön, man sieht gerade, wie die Viecher hier ertrinken. Wie heißt das Viech, das hier ist? Der Zombie hier? Ah, Bärbel. Ah, das ist Bärbel. Komm mal rein, hier kommt gerade ein Slime reingehüpft. In unsere Ertränkkammer. Es dauert eine Weile, aber gut, endlich haben sie keine Chance. Seit wann können die Viecher eigentlich schwimmen? Keine Ahnung. Die besonderen Schwimmslimes. Ja. Also. Oh, schön. Die nennen sich auch selbst Schwimms. Ah, guck mal, jetzt stirbt er. Vielleicht hat er noch eine runde Luft angehalten. Also Slimes kriegen keinen richtigen Schaden. Sie mit Lava oder Feuer zu töten, ist auch ein bisschen blöd. Also ertränken muss er. Ja. Und ganz liebevoll, so ganz so. Es tut auch nicht. Slimes sind so die eigentlich mit die fiesesten Wesen. Sie sind so, oh, ich bin ganz lieb, ich tu nichts. Lada, du bist tot. Und vor allem, wenn man sie tötet, werden sie mehr. Ja, und immer knuffiger und niedlicher. Man hat immer weniger Lust, guckt euch das Gesicht an. Wobei, die ganz kleinen, die kann man als Haustier halten. Die haben noch keine Zähne. Also die auf alle Fälle jetzt nicht mehr. Ja, auf jeden Fall funktioniert und die läuft permanent und deshalb kommt da schon einiges zustande. Und ich glaube jetzt hier gleich mal ein Deck davon. Im Groben und Ganzen zusammengefasst, wir haben alles von oben nach unten ausgehöhlt. Dass sie nur noch hier sich in dem Bereich auf Spawn suchen, beziehungsweise auf diesem Bereich spawnen. Wir sind jetzt hier auch auf Höhe 6. Also, da ist wirklich nichts mehr wirklich viel unter uns. Das heißt, die sind hier gezwungen, in diesem Bereich zu spawnen, weil der komplette Schank ausgebaut wurde. Und spawnen hier, rutschen hier rein und hier saufen so und hier unten sind sie dann noch die Überreste. Prinzipiell nutzen wir da ein bisschen die KI aus, weil das sind alle 5 Ebenen ist dann eine Plattform, auf denen spawnen die Biester. Und dann, weil sie ein wenig KI-dumm sind, laufen sie gern mal über die Plattform drin weg, fallen runter und da sammeln sie. Das heißt, wenn sich jemand mal von den Mojang denkt, oh, wir ändern die KI von Slimes, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir uns um was anderes einfallen lassen. Der Gang hier übrigens hier hinten ist, hat die Idee, wenn ihr euch bis hinten an die Wand stellt, seid ihr weit genug weg, dass ihr in dem Chunks von dem Slimes Zeug spawnen kann. Welcher? Der Gang hier hinten. Der nicht hier. Der dicke. Da könnt ihr, ich sag euch mal, AFK hinstellen und warten, bis was kommt. Oh, weil es gibt hier diese schönen Radien, die man einhalten muss. Innerhalb diesen Radius spawnt nichts und das zählt natürlich auch für Slimes. Sprich, wenn man hier unten die ganze Zeit wartet, hier direkt davor, da hat man sehr viel weniger Slimes, als wenn man in gewissen Entfernung weg ist. Richtig.
Geplant ist es auch, dass wir noch auf lange Sicht dann eine Schiene im System anbauen, dass die Items hochfährt. Aber das ist wirklich ein Langzeitplan. Ja, an sich ist es kein so Langzeitplan, es ist einfach nur, ich müsste es mal umsetzen. Gut, an der Stelle sage ich jetzt auch einfach mal Shirio. Ist nämlich wieder soweit. Schön, dass ihr mit eingeschaltet habt hier an diesem schön entspannten Minecraft-Spiel. Wir haben ja wirklich eine schön chillige Runde bei uns. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da und einen Kommentar. Schaut auch mal bei den aktuell nicht vorhandenen Karo 7 mit rein. Der hatte gerade keine Zeit damit aufzunehmen. Links auch zu Demons Seiten findet ihr alle in der Videobeschreibung. Dann beende ich jetzt die Folge und sage, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Schöne Minecraft-Musik.